Hallo zusammen, heute erzähle ich euch mal ein bisschen was über Mopsen. Mopsen ist vom Huch Verlag und ist für 3 bis 5 Spieler. Spielzeit würde ich sagen so 20 bis 30 Minuten pro Partie. Mopsen ist ein Kartenspiel und worum geht es in Mopsen? Also, da geht es um den von allen geliebten Mops. Man bekommt quasi Handkarten zugeteilt. Das sind hauptsächlich die Möpse. Es gibt auch Katzen. Und worum es in dem Spiel geht, ist im Endeffekt am Ende die meisten Knochen erwirtschaftet zu haben. Wie ihr seht, gibt es die Karten in verschiedenen Farben. Jede Runde wird quasi eine Farbe, ist sozusagen die stärkste des Tieres. Das heißt, es ist sozusagen die Farbe sticht die anderen. Und dann geht es darum, halt seine Karten auszuspielen, in der Farbe zu bleiben, auf die Knochen zu achten, auf die Tiere zu achten. Der erste Spieler der Runde gibt quasi die Farbe vor. Solange du die Farbe auf der Hand hast, musst du sie auf jeden Fall spielen. Außer du hast eine Katze, die ignoriert das. Und wichtig ist es eigentlich nicht immer, die stärksten Karten auszuspielen, sondern seine Karten so clever auszuspielen, dass man am Ende der Runde die meisten Knochen erwirtschaftet hat. Wer leer ausgeht, darf sich Karten auf die Hand nehmen. Das heißt, er kann die nächste Runde wieder angeben, wo die Reise hingeht. Und das ist so im Groben und Ganzen eigentlich schon Mopsen. Es sind wirklich witzige Artworks dabei. Also meine Favorites sind hauptsächlich die Katzen. Die sind so wirklich nett gezeichnet. Aber auch die ganzen Hündchen sehen wirklich richtig schnucklig aus. Es ist einfach liebevoll gemacht. Es ist, würde ich sagen, ein schönes Familienspiel und es unterhält. Und ja, preislich liegen wir, ich glaube, bei um die 10 Euro. Es ist also auch nicht der höchste Invest. Und für jeden, der Hunde liebt und auch die, die vielleicht nicht die größten Hundefans sind, die lieben vielleicht lieber Katzen, die wir hier drin auch haben, ist es auf jeden Fall einen Blick wert. Und wir hatten viel Spaß, als wir es hier gespielt haben. Ich denke, dass es zu dritt oder zu viert am besten funktionieren wird. Wie gesagt, es geht aber bis 5. Genau. So viel von mir hier. Tschüss.